Hallo meine Lieben, ich war heute beim DM und habe da einige Sachen eingekauft und am Ende zeige ich euch auch noch zwei Taschen, die ich mir woanders gekauft habe, weil ich jetzt dafür kein extra Video machen wollte und euch die aber nicht vorenthalten wollte. Als erstes habe ich mir einen Lippenstift geholt und zwar ist das dieser hier von Trend It Up. Das ist die 090 aus dieser matten Reihe. Der sieht so aus. Den trage ich auch gerade auf meinen Lippen. Die Farbe finde ich wunderschön und auch die Textur ist sehr angenehm, nur das erste Manko ist, er ist nicht wirklich matt, was einfach schade ist, wenn extra matt draufsteht, dass er da nicht matt ist. Und ich finde, der lässt sich extrem schwierig auftragen. Also ich zeige euch noch mal kurz hier die Spitze. Irgendwie ist die anders als bei anderen Lippenstiften. Ich komme damit gar nicht klar und musste dann Lippenpinsel dafür verwenden, was für zu Hause auch nicht schlimm ist. Aber wenn man dann doch mal unterwegs ist, ist das schon ziemlich nervig. Und klar, der Preis 2,25 ist nicht viel, aber ich glaube, da gibt es dann doch bessere Drogeriestifte. Von daher ist das erste Produkt direkt ein kleiner Flop für mich, leider. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, ob ihr schon Trend It Up Lippenstifte gekauft habt und wie zufrieden ihr mit denen seid. Als nächstes habe ich ein totales Schnäppchen gemacht und zwar habe ich mir hier diese vier Lidschattenstifte von Manhattan gekauft. Da gab es jeweils immer in Zweierpakete, zwei für eins für, Moment, 4,35 und da musste ich einfach direkt zugreifen. Als erstes zeige ich euch mal diesen hier, das ist der weiße in 010 Light Me Up heißt der. Der erinnert mich ziemlich stark an Milk von diesen NYX Jumbo Eye Pencils. Ich glaube zumindest, dass der Milk heißt. Ihr seht das jetzt alles nochmal eingeblendet, geswatcht. Aber die sind wirklich super cremig und lassen sich super auftragen und angeblich auch wasserfest und rutschfest. Also ich könnte mir den auch wirklich sehr gut als Lidschattenbase vorstellen. Leute, entschuldigt zwischendrin meine Stimme, aber ich bin noch immer erkältet. Also tut mir leid, wenn die so sich komisch anhört, aber ich kann da gerade nichts gegen machen. Dann habe ich mir noch die 050 Misty Morph mitgenommen. Das ist so ein ziemlich matter grau-braunton, den ich auch wunderschön als so eine Art Base finde für dunklere Lidschatten und auch solo auf dem Auge aufgetragen. Bei Maybelline, bei den Color Eyeshadow Tattoos, glaube ich heißt die, gibt es auch so eine ähnliche Farbe. Ich glaube, die heißt auch Taupe. Dann habe ich noch die 020 Nude Up mitgenommen. Das ist auch so ein, naja, Nude-Ton sagt schon, so ein Beige mit ein bisschen Bronze im Unterton drin. Und dann als vierte Farbe habe ich noch die 040 Bronze Beat. Und den stelle ich mir richtig geil im Sommer vor, weil der wirklich so ein schönes Braun-Bronze ist mit so einem schönen Glow. Und ich glaube, das kann richtig toll im Sommer aussehen. Dann habe ich mir auch von Essence einen Topcoat mitgenommen und zwar diesen hier. Das ist der Gel Look Plumping Topcoat XXXL Volume für 1,65 €. Ich erhoffe mir von dem einfach, dass der meine Nägel noch etwas mehr härtet, sodass die wirklich stabiler sind und weniger abbrechen. Meine Nägel sind zwar sowieso schon relativ hart, aber so der ein oder andere reißt dann doch mal ein und da muss man wieder alle direkt abschneiden und ich hoffe, dass dieser das hier verhindert. Weiter geht's mit der Pflege und da habe ich mir diese Creme hier mitgenommen von Alverde, die Nachtcreme Wildrose für 3,25 €. Die benutze ich wirklich auch schon seit Monaten, bin sehr, sehr zufrieden mit der, also die ist auch für trockene Haut. Hier steht Nachtcreme drauf. Ich benutze sie auch als Tagescreme, weil ich da nicht wirklich einen Unterschied bemerkt habe, als ich mir auch mal die Tagescreme aus dieser Serie gekauft habe. Ich bin einfach super mit der zufrieden und wenn ihr auch so trockene Haut habt oder Probleme damit, dann kann ich euch auf jeden Fall raten, die mal auszuprobieren. Bei mir hilft die wirklich extrem, gerade an der Stirnpartie, die bei mir immer besonders trocken ist. Langweilig geht's weiter. Wie immer mussten meine Shampoo und Spülungen wieder mit. Weil ich habe einfach einen immensen Shampoo-Verbrauch. Ich denke mal, das liegt auch ein bisschen an meiner Haarlänge. Wie immer von Balea die Intensivpflegespülung Vanille und Mandelöl. Und als Shampoo das Volumen-Shampoo Patchouli und Jasmin mit Lift-Up-Effekt. Beide für 55 Cent. Das letzte, was ich im DM gekauft habe, ist dann noch wie immer meine Zahnpasta. Das ist die Blendermaid Oral-B Pro Expert Tiefenreinigung für, Moment,
1,95. Mit der bin ich auch nach wie vor noch immer zufrieden und deswegen musste die auch wieder mit. So, und dann wollte ich euch ja noch die beiden Taschen zeigen, die ich mir gekauft habe. Und zwar war ich bei C&A und da gab es im Sale diese beiden Plural von Klatsch. Ich zeige euch die mal einzeln. Also es sind die gleichen, nur in einer anderen Farbe. Jetzt blendet das. So eine nude-farbene. Hier steht Ulala drauf. Hat hier auch so einen Trageriemen. Und das gleiche Modell habe ich mir dann auch noch, hier seht ihr die Schrift auch besser, in Rot mitgenommen. Eigentlich relativ schlicht, aber ich fand die irgendwie super cool. Und die waren von 12 auf 7 Euro reduziert. Und da ich mich ja so schlecht entscheiden kann, habe ich mich dann einfach für beide entschieden. Ich persönlich finde die rote etwas interessanter oder cooler, einfach dadurch, dass sie so knallig ist. Aber ich glaube, die Nude-Farbe passt einfach zu mehr Outfits. Schreibt mir doch mal, welche ihr schöner findet. Also wie gesagt, ich tendiere zu rot, aber ich konnte die Nude-Farbe dann doch nicht liegen lassen. So, und das war auch schon mein DM und C&A Haul. Ich hoffe sehr, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann vergesst auf gar keinen Fall, dem Video einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr mich hier unten auch gern kostenlos abonnieren. Und hier neben mir verlinke ich euch wie immer meine beiden letzten Videos. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr da auch nochmal vorbeischaut. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!